Hey Leute, es geht wieder weiter hier bei Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Wir sind aktuell in Schädelbuchtempel und versuchen hier unser Glück. Wir haben im letzten Part schon zwei nützliche Items erhalten. Und ich würde sagen, jetzt holen wir uns die nächsten. So, als erstes gehen wir mal hier rein. Zack, zack, zack. Da brauchen wir Feuerpfeile. Ich glaube, hier kommt nochmal ein kleiner Zwischenboss jetzt, oder? Den müssen wir aber auch machen. Das ist, glaube ich, hier so ein Frosch. Ja. So, was ist denn jetzt die smarteste Lösung? Den wegzuballern. Der hat jetzt wieder... Ah, okay, das ist so einer. Dann muss ich das ja auch wieder mit Eisfallen machen, oder? So, und jetzt geht er in so eine Blase rein. Und jetzt müssen wir ganz schnell rennen. Quatsch, das ist falsch, ne? So muss ich machen. Genau, und dann einfach mit dem Schwertruf. Okay, hält aber mehr als zwei Schläge aus, leider. Oh. Shit, das macht der Ninja-Moves mit mir. Okay, ich sollte, glaube ich, erst einmal ausweichen, bevor ich ziele. Aber ist schon cool. So. Und einmal drauf hier. Okay. Den Hammer. Und da kommt auch ein süßer kleiner Frosch raus. Wir müssen nämlich sowieso nochmal mit allen Fröschen labern. Weil man dafür ja auch ein Item bekommt. Hey, man freut sich so. So. Wo ist er denn? Hi, Kumpel. So. Haben wir das auch schon mal? Ich glaube, das ist der einzige hier drin, ne? Ich hoffe es gar sehr. Okay, jetzt kommen wir nämlich auf offiziellem Wege zu der Schatzkiste. Man könnte auch inoffiziell schon einfach hier durch das Fenster jumpen. Das ist auch möglich. So, und da kriegen wir Fee Nummer 6. Normalerweise ist da, glaube ich, der Boss-Key drin. So. Und ich... Oh, guck mal. Das sind random Items. Ach du Scheiße. Das sind einfach random Items. Wie viele random Items haben wir denn hier? Da muss ich erst mal reingucken hier. Scheint aber das Einzige zu sein. Ich hoffe es zumindest sehr. So, warte mal. Ich gehe hier mal ganz kurz auf den Enterhaken, denn man kann hier auch noch eine Fee, glaube ich, bekommen. Ja. So, wir haben da eine Fee und eine Milch, also nichts weiter Lukratives. Aber wir haben die Fee bekommen, das gefällt mir. So, jetzt sind wir wieder hier. Ne, da will ich nicht rein. So, ich glaube, wir haben jetzt alle Räume abgearbeitet. Wir müssten jetzt theoretisch... erstmal die... das rote Ding aktivieren. Ich glaube, das müssten wir jetzt machen. So. Und dafür müssen wir uns jetzt erstmal wieder da hocharbeiten, richtig? So. Okay. So, jetzt müssen wir hier reingehen. Und genau, das Ding ist jetzt aktiviert. So, wir ziehen uns dann einmal da hoch. Fallen hier runter und aktivieren mal eben diesen Schalter hier. So. Jetzt ist erstmal alles stillgelegt. Jetzt müssen wir runtergehen, müssen den anderen Schalter aktivieren. Haben quasi das eine geöffnet. Das andere müssen wir jetzt schließen. So. Und jetzt fließt das Wasser in die andere Richtung. Das heißt, wir können jetzt neue Orte besuchen. Sehr schön.
Ich dachte gerade, unten ist eine Kiste, aber nein. Ich will noch mal ganz kurz versuchen, ob ich da nicht die Fee bekommen könnte. Uns fehlen halt eh immer noch viel zu viele. Okay. Aber wenn ich jetzt hier so wegballer. Fuck. Mann. Ja, hätte klappen können, ne, wenn ich nicht zu doof gewesen wäre. Ich hätte das einfach mit dem Enterhaken machen müssen. Aber naja. Egal. So, dann hätten wir das jetzt aktiviert. Jetzt würde ich halt erst nochmal die anderen Räume alle besuchen, die jetzt neu möglich sind. Hilfe. Ach, komm schon. Echt jetzt? Jetzt werde ich hier noch runtergedrückt? Nee. So, machen wir es halt so. Meine Güte. Hallo. Kommt aber auch spät runter. Südele. Dein Ernst? Dein scheiß Ernst? Oh. Das ist doch einfach nur Pech, oder? Schikane ist das. So. Jetzt aber. Okay. Dann können wir jetzt nochmal neue Räume aufsuchen, denke ich zumindest. Jetzt sind halt, wie gesagt, die ganzen Richtungen verändert und wir können hier jetzt, genau, das dreht sich jetzt in die andere Richtung. Und dadurch sollten wir jetzt eigentlich überall langkommen, wo die grüne Röhre langfließt. Zum Beispiel hier. Ah, guck mal, hast du es gesehen? Da war das auch eben dieser Ort. So, wir gucken mal ganz kurz hier, ob es hier noch irgendwas gibt. Oh, hier sieht es erstmal eigentlich ganz human aus. So, da haben wir auch wieder so Krüge. Die würde ich mal kurz kaputt machen. Oder Fässer, oder was das ist. So. Ah, das war auch so ein ekliger Raum, ne? Ich erinnere mich ganz düster. Okay. Hier müssen wir auch wieder mit den Eisfallen arbeiten. I guess. So, und hier muss ich, genau, das Ding einfrieren, richtig? Und das eigentlich im richtigen Moment. So. Ich glaube, ich weiß gar nicht, war das der falsche? Ich muss, glaube ich, da hochkommen. Ich glaube, das war der falsche Moment. Ach Mann. Okay, ich tau das nochmal auf, das ganze Zeug. Kann ich hier eigentlich zwischen den Pfeilen irgendwie wechseln einfach? Oder muss ich das jedes Mal so machen? Ich tau das nochmal kurz auf, ja. Ich muss, glaube ich, auf einer höheren Ebene stehen, wenn ich das einfriere. So. Das Krasse ist, wir sind jetzt schon gleich in der ersten Nacht. So, zack. Jetzt frieren wir es ein. Und ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Ah, Link. Be careful. So, wie komme ich denn da in diesen Raum rein? Beziehungsweise allgemein, was muss ich hier machen? Ich muss da rüberkommen, ne? Okay, pass auf, ich gehe mal kurz hier so. Was haben wir denn da drinne? Weil, okay, da ist eine Kiste. Komm ich da? Ich komme da von hier gar nicht hin. Muss man da normalerweise andersrum wafen oder wie ist das eigentlich gedacht? Kann das sein, dass man hier normalerweise hoch muss irgendwie? I'm not sure. Aber das ist so eine Kiste, die würde ich mir jetzt eigentlich gerne holen. Ah, guck mal, ich kann... Ja, ich kann hier einfach hochgehen, ne?
Ja. Okay, das sollte possible sein. Und unten gibt es auch noch eine Kiste. So, Fee Nummer 8. Nummer 8? Okay. Hab ich eine vergessen. So, unten gibt es auch noch eine Kiste. Da, guck mal. Da ist ein Herzcontainer drin. Zack, da ziehen wir uns auch nochmal rein. Alles klar. Schön. Nochmal zwei schöne Kisten erhalten hier. Perfekt. So, das Blöde ist, ich muss jetzt trotzdem nochmal auftauen. Alles. Aber jetzt wissen wir, wie es geht. Aua. Ich dachte eigentlich, das geht auch von alleine wieder, taucht sich auch von alleine wieder auf, aber scheinbar ist das gar nicht so. Weil wir haben jetzt echt eine sehr lange Zeit gehabt, in der das hätte auftauen können. So, okay, dann wieder Eispfeil. Ja, Leute, also der Plan ist dann eigentlich, wenn wir das hier abgeschlossen haben, das war wahrscheinlich auch nochmal... Ja, den Boss in den Bergen machen. Im Sumpf nochmal machen. Ne, weil wir ja die Frösche dann brauchen. Da müssen wir mal gucken, wo die ganzen Frösche waren. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. So, und einmal hier rüber bitte. So, da haben wir diesen Raum auch erfolgreich abgeschlossen. Und dann kommt auch schon der nächste. Da müssen wir hier so mit Gewichten arbeiten. Okay. Wir gucken mal. Wir haben hier nur eine Schatzkiste. Heißt, so viel kann hier gar nicht los sein. Trotzdem erstmal alle Krüge, alle, ja, alles kaputt hauen, ne? Das Mana. So, wir müssen jetzt hier verschiedene... Ist hier irgendwas drin? Alter. So, guck mal. Da ist was drin, aber wie mache ich das kaputt? Kann ich? Ah, ich muss rollen, ne? Beziehungsweise so dran fahren mit. Alter. Oh, die Steuerung. Ja. Okay, Fee Nummer 9. Da haben wir wenigstens auch gar nicht mehr so viel zu tun später. Haben wir jetzt irgendeine Fee irgendwo schon mal ausgelassen? Ja, außer die eine, ne, am Anfang. Außer die eine am Anfang haben wir, das glaube ich, sonst alle erlödisch besitzt. Gehen wir weg hier. So, da kamen wir her. Wir könnten jetzt erstmal hier theoretisch das Wasser schmelzen. Dann würde das hier nach oben gehen. Ich mache das einfach mal. So. Zack. Schmilz mal rein hier. So, dann kommen wir quasi hier hin. Da ist die Schatzkiste. Und da geht's weiter. Ich muss aber tatsächlich auch dahin. Das heißt, das muss ich wahrscheinlich wieder zufrieren dann. Ich muss nämlich noch den grünen Schalter aktivieren und ich hätte gerne die Schatzkiste noch. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier rüber. Und das bedeutet, wir machen erstmal den hier. Hüpfen einmal hier rüber. Und jetzt aktivieren wir hier noch den Schalter. Wow, echt jetzt? So. Und dann müssen wir gleich noch so einen Balanceakt vollführen. So. Jetzt haben wir erstmal das grüne Ding aktiviert. Ja, aber wie gesagt, jetzt kommt erstmal hier so eine Ratte. Dein Ernst? Wahnsinn. Komm ich hier hoch? Jo. So. Und dann ziehen wir uns hier noch einmal rüber und dann haben wir den Raum auch abgeschlossen. Cool. Das ist Fee Nummer 11, richtig? Ne, 10.
Nummer 11 ist ganz am Anfang. Ja, die könnten wir uns auch noch irgendwie ergaunern, sag ich mal. Dann müssten wir hier gar nicht nochmal rein in den Dungeon. Aber ganz ehrlich, das ist dann auch ganz am Anfang. Da hätte ich jetzt, glaube ich, auch kein so großes Problem mit. Okay, wir machen hier nochmal zu, weil ich glaube, sonst kommen wir nicht hoch. So, und dann gehen wir hier wieder auf Feuerpfeile. Und dann haben wir den Raum auch abgeschlossen. Bin schon gespannt, was wir hier für einen Boss haben. Ne, Udol war schon, ich glaube. Den hatten wir auch noch nicht, ne? Ich bin mir gar nicht so sicher, was wir schon hatten und was nicht. So, okay, jetzt kommen wir hier oben raus. Alles klar. Cool. Dann haben wir das abgeschlossen. Sehr schön. So, jetzt müssen wir in der unteren Etage nochmal irgendwo rein. Und dann geht's Richtung oben weiter. So, hier dürften wir jetzt auch noch nicht gewesen sein. Theoretisch. Guck mal, da ist direkt auch eine Fee. Ich steige aber erstmal nach oben. Ich habe schon noch eine Fee gesehen, glaube ich. Guck mal da. Boah, kommt man da hin? Kommt man da hin ohne die Maske? Könnte knapp werden. Ja doch, es wird was, glaube ich. Wenn ich mich nicht doof anstelle, könnte das was werden. Ne, ich glaube nicht. Das ist doof. Ach Manno. Das heißt, wir müssen hier auch nochmal später hin. Oder? Naja, nee, warte, ich könnte mit dem Eisfall arbeiten. Ja, trotzdem alles doof, oder? Scheuer, dass wir die Maske noch nicht haben. Okay, ich shoote mal da kurz hin. Und dann holen wir uns da schnell die Fee. Hallo? Was? Dein Ernst? Schnell! Ah, ist das Kacke! Mann! Ich hätte es doch eigentlich geschafft, oder? Es ist sowieso so ganz merkwürdig, ne? Dass du hier auf diesen komischen Röhren langlaufen musst. Okay. Vielleicht mal so ein bisschen außerhalb mehr. Also die hätte ich schon gerne, weil die ist halt so weit drinne. Okay, cool. Und ich habe eigentlich keinen Bock, wenn ich hier nochmal reingehe, die ganzen Wasserverläufe zu verändern. Das wäre mir, glaube ich, doch ein bisschen zu viel Arbeit. Ach, hier geht's direkt zum Boss. Ach, lol. Jetzt habe ich den einen... Ja, die eine Ecke habe ich jetzt komplett ausgelassen, ne? Oben, oberhalb. Ist das schlimm? Ich muss sowieso nochmal alles umdrehen. Oh. Wir brauchen... Wir brauchen das Grüne. Hey, hierfür brauchen wir das Grüne? Dein Ernst? Ach Mann. Na gut. Okay. Pass auf, ich würde hier mal eben die Fee abschuten. So, Fee Nummer 12. Sehr schön. Das ist doch cool. Da fehlt jetzt die vom Anfang noch und dann fehlen noch zwei Stück irgendwo. Aber damit bin ich eigentlich ganz fein erstmal. So, können wir jetzt hier irgendwo mal kurz rausgehen? Wir müssen dann sowieso das Grüne wiederherstellen? Oder machen wir das andersweitig? Das müssen wir gleich mal herausfinden. Wird jetzt sowieso ein bisschen anstrengend. So.
zack. Und jetzt gehen wir mal kurz hier oben das und machen zack. Okay, der Part ist eigentlich schon wieder rum. Kann ich das hier ändern? I don't know. Doch, ich glaube, hier muss ich das ändern. So. Wir haben hier eine Schatzkiste auf jeden Fall irgendwo rumstehen. Oberhalb, oder? Da oben ist ein Song. Seht ihr das? Boah, cool, da ist ein Song. Was ist das für ein Song? So viele können es ja gar nicht mehr sein. Das war auch so ein komischer Raum, glaube ich. Was war das denn? Okay, ich hoffe, dass wir hier noch ein paar Feen finden. Am besten zwei. So, hier kriegt man nur Mana gerade. Vielleicht noch ein paar Monster töten? Ist er tot? Nee, noch nicht. Jetzt ist er tot. Okay, da ärgert der mich schon mal nicht mehr. Und wir können hier mal in aller Ruhe. Also wir müssen theoretisch ja einmal dahin. Kann ich mich von da auch irgendwie... Nee. Okay, pass auf. Wir machen mal kurz den hier. Ich will mal kurz die Fässer da zerlegen. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass da irgendwie noch eine Fee drin ist. Aber ist leider nicht. Schade. Okay, dann müssen wir... Dann müssen wir da lang. So, was ist denn mit dir? Ist das dein Ernst? Alter. Nerviges Vieh. Nee, das wollte ich jetzt auch nicht. Geht da drauf! Warum geht das nicht? Mann! Das ist doch ein Scheißraum. Oh, ich hasse diesen Tempel. Alle Tempel, die irgendwie mit Wasser zu tun haben, die sind doch so eklig, oder? Aber ich bin sowieso kein großer Freund von dem Majora's Mask Tempel. Außer dem ersten... Ja, die restlichen mag ich nicht so. Den ersten Tempel finde ich cool. Aber von den anderen bin ich ehrlich gesagt nicht so der Freund. Ist vielleicht auch einer der Gründe... Okay, geil. Warum ich lieber Ocarina of Time spiele. Aber ja, das ist ja alles Geschmackssache, ne? Manche lieben ja das hier. Das ist auch vollkommen okay. Und ich mag halt eigentlich lieber... So, ich will den Song jetzt haben. Was ist das? Ich kann mich nicht dahin ziehen. So. Einige mögen halt lieber Ocarina of Majora's Mask und andere Ocarina of Time. Okay, cool. Das ist das hier. Sehr schön. Das bedeutet, wir können jetzt... Aber wo muss ich denn hin, damit ich mich jetzt da hochziehen kann? Wir können jetzt theoretisch, wenn wir dann alle Bosse besiegt haben in Majora's Mask, ne? Na, guck mal, hier kann ich mich auch hochziehen. Aber wie komme ich denn da hoch? Da scheinen überall Items zu sein. Wie komme ich nach oben? Theoretisch muss ich irgendwo hin, wo ein Enterhakenpunkt über dem Dingens ist. Ich muss doch nach oben, oder? Ich denke schon. Also wir haben hier 1, 2... Dann bestimmt über das Loch da. Was anderes kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. So, warte mal. Ja, wahrscheinlich über das Loch.
das ist doch kacke. Und dann machen wir hier noch einen. Ich hoffe, das reicht. Ne, reicht noch nicht. Dann mache ich hier nochmal einen hin. Ich hoffe, das reicht. Ja, das sollte reichen. Da kommen wir hoch. Okay. Yippie Jojo. So, da haben wir eine goldene Kiste noch. Geil. Haben wir hier noch irgendwelche Items an der Decke hängen? Nö, ne? Das war's. Geil. Und hier noch eine schöne Triforce-Kiste. Geil, hat sich wenigstens gelohnt. Na, okay. Large Bullet Pack, das habe ich hier nicht mal eingezeichnet. Also damit kann ich jetzt große Börse. Ne, große. Hier, ne? Ah, doch, hier. Ist es eingezeichnet. Alles klar. Ich hoffe, das ist jetzt die größte. So, okay. Dann sind wir hier in dem Raum auch fertig. Jetzt können wir theoretisch zum Boss, richtig? Und mir fehlen drei Feen. Drei Feen fehlen mir noch. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die noch sein sollen. Hier nicht. Okay. Ich gehe mal eben nach unten. Und wir gehen nochmal dahin, wo wir eben waren. Ah, da muss ich jetzt nochmal ganz komisch diesen Weg latschen, oder? Wie war das? Wir gucken mal. Oh, ne. Bin schon da. Easy. Okay, und ich würde sagen, im nächsten Part machen wir den Boss. Also, ja, sorry, Leute. Ich hätte ihn jetzt noch gemacht, aber wir sind schon bei 27 Minuten. Machen wir im nächsten Part. Machen wir im nächsten Part. Und dann müssen wir halt nochmal herausfinden, wo die letzten Feen sind. So, ja, ich glaube, dafür muss ich dann halt nochmal den Tempel machen. Eklig. Oder ich erkundige mich da nochmal. Naja. Jetzt bin ich ja doch reingegangen. Naja, gut. Da habe ich schon mal gespoilert, was es im nächsten Part wird. Leute, freut euch auf Garth. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.